Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder heute hier auf der Canterbury Infinity. Und wir schauen, dass wir gleich bei unseren Folter weitermachen. Zuletzt sind wir stehen geblieben beim Grubern von die Äcker. Was haben wir daheim? Zwar Feld 1 haben wir noch zu machen, dann hinten als Feld 6 noch. Und wenn ich das richtig sehe, ist Feld 2 bald auch erntereif. Dafür wäre nicht schlecht, noch ein bisschen Gold einzunehmen, damit ich mir die Erntemaschine nachher mieten kann. Weil zum Kaufen habe ich kein Gold für das. Wir können sowieso ein paar Sachen verkaufen, deswegen schauen wir mal. So. Ob über was das so. Und das Feld 1 5 8 passt, aktuell vorgewendet 4 das ist falsch, das da scharf. Machen wir auf scharf einstellen. Da passt und laden. Zeitstück keine, wie lange der braucht. Ist aber ehrlich gesagt gerade mir ein bisschen egal. So, und einfach einstellen. Passt sehr gut. Aber da 23 Minuten, das heißt, der wird in der Folge fertiger. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da schauen. Feld 2, nein, ist ja noch nicht in der F. Passt dann. Nee. Oh. Da wollten wir einen Kompost einsammeln für die Gewächshäuser. Sehr schön. Voilà. Sollten wir da jetzt nicht genug Kompost zusammenbringen, werden wir noch runterfahren zur Dieselherstellung. Dort haben wir noch ein bisschen. Oha. Ich habe gerade einen kurzen Grafik-Eck gehabt. Ich kann aber nicht sagen, warum.
Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Zwar nicht gerade voll Schaufeln, nur 4, glaube ich. 6000, das heißt, für jeden wäre gerade einmal 1000 Dünger. Bevor man auch runter zur Dieselfabrik. Aber was ich weiß, haben wir dort noch die 5000 da drinnen. Super. Dann nachher noch ein bisschen wegen die Firmen anschauen. Ein paar Firmen, glaube ich, haben wir auch noch zum Abklappern. Die Hälfte haben wir beim letzten Mal. Und 5800. Sehr schön. Dann geht's jetzt ab zu die Gewächshäuser wieder. Das heißt 12.000. Das sind für jetzt Gewächshaus 2.000. Dann läuft das aber wieder eine Zeit. Weil die bringen gut Gold. Die bringen gut Geld, die Gewächshäuser. Eigentlich bringt alles hin, gibt mir gut Geld, aber. Es scheint, wenn man noch 6 Paletten Erdbeeren oder was zusammenbringen, Daten. Und das sind dann auch, die haben ja noch hier Höchstpreis beim Opa. Könnte man nämlich noch einmal verkaufen. Ich glaube, es wird nichts mehr. Das Angebot gilt nur 6 Stunden und ich weiß nicht, vor wie vielen Stunden das schon aktiv war. Gott. Wieder so eine Lex. Finde ich aber gerade einartig. Da eine Legs hab. Weil die CPU, die hat gerade einmal 10%. Wenn überhaupt, zwischen 7 und 10%. Grafikkarten ist auch nicht voll belastet.
Sterne. Up. So. Wenn wir die Außensicht wollen, weil mit der ist ein bisschen leichter. Aussteigen. Der hat 500. Der hat 300. Wenn alle gleich voll Dreh haben, dann können wir halt die 2000 reinhauen. Ansonsten probiere ich es ein bisschen aufzuteilen. Da ist nur. Der hat 1000. Fast auf null. Der eigentlich überall 2000 und bei dem an 1000. Haben wir einfach überall 2000. Der eine über 3000 ist ja auf den X. Hauptsache es hat ja da wieder was drin. Passt. Okay. Der Trottel hat gerade nur auf die dämliche Anzeige geschaut. Nicht was er tut. Hat die Drechsel mit dem Beinhart hinten abgelaut. So gut, dass ich eine Frontschaufel mit habe. So, hinten passt. Das da auf 8000. Da haben wir 2000 drin. Da haben wir sogar 3000 jetzt drin. Schau schon wieder. Ich muss da, glaube ich, die Grafikeinstellung wieder ein bisschen abhauen. So. Ist.
Er kommt ein bisschen nach. Jetzt wird's voll. Auf das dabei. Dann reißt noch eine. So, damit haben wir jetzt aber alles, was sie brauchen. Gut. Dann schauen wir mal. Was hat denn sonst noch für Arbeit? Mit dem Sehen könnt ihr nachher noch beginnen. Jetzt machen wir was anderes. So, jetzt gehen wir mal kurz schauen. Zwarer im Wachstum, 24 im Wachstum, 23er in Wachstum. Für 22, 35, 29, 5 ist gegrobert, Feld 1 wird gegrobert, 6 ist das nächste und dann kommt 14er. Das passt soweit. Gut. Dann schauen wir mal schnell unsere Tiere. Alle 300%, das ist super. Ja, die Kühe könnt ihr nachher das eine oder andere auffüllen. So wie bei den Schweinen, aber da ist kein Stress noch. So. Gut, das war das. Und jetzt zum Shop. Was habe ich dort auch gesetzt? Kartoffeln, oder? Kartoffeln ernten. Das. Miete. Was kostet das Miete? So, na. Doch. So, 10 Euro pro Tag. Das 190 Euro pro Tag. 200 Euro pro Tag, die zwei zusammen, die werden wir nachher mieten. Aber was wir jetzt machen ist, so, wir haben da nämlich damals das Erntegerät gekauft für die Rüben, ist Blödsinn gewesen, weil so oft brauche ich das nicht, deswegen werden wir das verkaufen. Denn hier. Damit wir ein bisschen Gold wieder reinbringen. Mei, du ärger mich nicht. Lass mich draußen. So. Passt. So, da.
Das bringen wir zum Händler und verkaufen wir. Die Kartoffelsämaschine, die werden wir korten. Weil die Kartoffeln werden wir nachher bringen, dann fällt noch einmal klar aussehen. Genauso wie eine Römer. Die Rüben brauche ich für die Zuckerfabrik, die Kartoffeln für die Likörfabrik. Dann brauche ich nicht so viel Äpfel. Da wollte ich mal rechts, weil da Auto entgegenkommt. Bin so frei. Da die Kerl links überholen dafür. Stein daher. Kaufen. Okay. Das da haben wir dann 13.000 einmal mehr. Das Gerät noch. Es ist besser, wenn wir die Geräte noch immer mieten. Es sei denn, ich habe nachher wirklich verdammt viel Gold auf Verkaufen. Das bringt 72.000 das Gerät. Und so schnell hat man wieder unter 1.000. Super. Passt. Mit die Bursche kommen wir jetzt wieder zum Hof, weil du wirst gleich die Sämaschine schnappen und unten beginnen ansehen, oder besser gesagt, das werden wir selber machen, dass wir nicht viel Hilfe unterwegs haben. Die kosten auch alle ein Gold. Das war nicht gut. Das Gute ist, wenn ich den zurückseite, sind wir gleich da drüben beim Loper. Das ist das einzige Positive, was ich jetzt an dem Unfall gerade gut finde. So, wo haben wir? Der Loper ist da, das heißt, wir sind da, der da. Zurücksetzen. Ja. Okay. Licht liegt da keins, oder? Nein. Passt. Darf man schnell da mit zum Super. Dann steht er schon. Das ist noch etwas, was positiv ist gegenüber zum 19er. Von 19er würde ich dort einen Tag da zurücksetzen, weil der Tank so, wenn man auch auf ein Drittel voll, also da geht der Tank verloren. Diesen Fall halt. Ja, das hat mir im 19er passiert, LS19. Hätte ich an JCB geholt.
iPad und damit wieder aufgestellt. Weil ich jetzt eh 102.000 habe, könnte ich mir sogar überlegen, ob ich nicht eine Tiere auch damit wieder kaufen tue. Ein paar Schafe, ein paar Kühe. Bloß der schreit jetzt, dass er fertig ist. Tatsache. Hat sich schon so angehört. Wieder zurückgefahren ist. Ja, Abfahrt entlassen. So. Das heißt also, bevor wir da jetzt mit den Zehen beginnen, wir das selber noch einmal schnell nachputzen. Das passt alles. Zum Teil ist das schon reif. Es fällt zwar. So, mit dem fahren wir jetzt zuerst zum Feld 14 runter, gehen wir das zuerst richten. Oder besser gesagt grobern. Dann auf Feld 6. Da habe ich eigentlich alle, die was ich jetzt abgeändert habe, grobern. Ausnahmsweise machen wir das jetzt gleich selber. Die hält ein bisschen was wert ist. Das Wendemanöver hat zwar gerade ein bisschen scheiße ausgeschaut, aber es hat funktioniert. So, das war das, war das, so. Sehr schön. Ein bisschen da mehr. So.
schaut das gut aus, die ganze Sachlage. Jetzt brauchen wir nochmal noch einen Kreis von und das war's. Ja, wenn ein Düngen könnte schauen. Man hat vorm Sehen das eine oder andere Feld noch abfahren, düngen, die zweite Stufe auf zu kriegen. Beziehungsweise beim Feld 6, wo wir es meist gehäckselt haben, wir müssen die Außen sogar einmal drumherum fahren, proben. Das habe ich auch wieder vergessen. Steppete Düngen. Da haben wir ja wieder die 3 Düngestufen. Und 19 haben wir ja nur noch 2. Da werden wir auch noch unsere Spritzen ausbauen. Angenehm. Einfach mit dem Traktor mal ein bisschen so dahin fahren, ohne Stress. Warum da haben wir jetzt unter 2000? Ist mein Kredit überhaupt noch zurückgezogen? Jetzt bin ich sicher, würde ich denn schauen. Wir mal gleich schauen. Das ist nie schlecht, wenn man. Also aber da wir jetzt schon bevor die Kosten kommen. Zinskosten. Da. Wieder so. Kommen wir noch 7000. Ja. 7000 werden wohl reichen für die Hilfe, was ich zurzeit brauche. Aber dann habe ich nicht so hohe Kosten. Jetzt um Mitternacht. Dadurch, dass ich jetzt 2 Geräte weniger habe. Beziehungsweise auch weniger Kredit. Wenn ich was noch kaufen muss, was ich halt offen. Oder dann kann ich halt wieder aufnehmen. Kredit. Oder?
klar. Perfekt. Speichern. Ist, wenn ich schon da bin. Wenn nicht einmal so viele Umzahlungen. Den Tag. Da haben wir ziemlich minus 235 für Sonstiges. Zinsen 0 Euro. Ich habe bis jetzt nie was zahlen müssen oder was, kann ich auch nicht. Baukosten 16 Euro, was man da aufgestellt. Wahrscheinlich die Silo, die Saatgut Silo und Düngersilo. Felder, Betriebskosten, Fahrzeuge 8.300. Erst damit gerechnet. Tierhaltungskosten. Einnahmen, Gebäude. Da fällt mir was ein. Zurück zum Test. Erst fahren wir mit deiner mal wieder zum Hof. Dann stellen wir mal kurz da her. So, stellen wir aus. So, ja. Jetzt zuerst noch einmal da die Felder. Halt 24 ist erntereif. Was haben wir da überhaupt drauf? Hopfen. Okay, das kann ich dann abernten, aber da. Da düngen. Die haben alle jetzt die erste Düngestoffen, weil wir dort das ausgestreut haben von Ernten. Aber beim 6er noch in der Mitte, das heißt, da müssen die einmal drüber düngen, bevor ich graben tue. Aber das werden wir das nächste Mal machen, weil ich sehe, wir haben gerade 41 Minuten schon. Irgendetwas wollte ich aber noch schauen. Ja, das heißt also beim nächsten Mal, wir tun zuerst das Feld 6 düngen, dann die anderen alle, was fertig sind.
Dann fällt 6 Groban und das 24er abernten. Und währenddessen ein bisschen schauen, vielleicht, dass wir bei den Firmen auch was machen. Jetzt noch ein Plan auch. Die Tiere, haben wir gesagt, sind gut versorgt, das passt. Also als nächstes werden wir entweder Schafe kaufen, dass dort die Reproduktionsrate runtergeht, beziehungsweise Kühe. Eher Kühe, weil dort haben wir erst 79 Stück. Ich hätte gern die Reproduktionsrate überall auf 1 Stunde bringen oder darunter. So dass wir jeden Tag so mal Zähne wegnehmen können von den ganzen Schafe, Schweine oder Kühe für den Schlachthof. Jo. Dauert was zwar noch ein bisschen, aber. Es läuft. Wie schaut die Statistik aus? Bababab. Verbrauch der Dünger 2 Millionen, 2,6 Millionen, fast 2,7 schon. Und dort 36.000 Saatgut, Treibstoff 18.000 Liter und Spieldauer 273,37 Stunden. Ja. Steuer 8. Passt. Gut. Na, liebe Leute, das war's jetzt echt für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch dann auch schönen Tag bzw. schönen Abend, nachdem wann ihr schaut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.